Hey und hallo zu Pokémon X und bevor wir jetzt irgendwie in die Arena gehen, sollen wir irgendwie die Leute ansprechen und das machen wir jetzt glatt, weil die lässt sich auch mal gar nicht ansprechen hier mit uns. Falls du nicht merkst, dass du direkt neben der Arena von Romantia City, ja. Und lesen musst du noch lernen. Falls du es nicht bemerkt hast. Okay, ich glaube, wir haben auch vergessen, hier vorne mit zu sprechen. Das machen wir jetzt gleich mal. Ne, die nicht. Aber der am Ausgang. Ich will dir mal was Privates verraten. Kleine Dinge sind für mich einfach das Größte. Auch in Sachen Pokémon sind mir die etwas kleineren Exemplare die liebsten. Genau gesagt, unter 30 cm sind meine Favoriten. Übrigens, hast du irgendwelche kleinen Pokémon dabei? Wenn ja, dann zeig sie mir doch bitte. Oh ja, Floette ist schon klein, ja. Wie das wohl wäre, wenn ich mich selbst in ein Floette verwandeln würde. Das hätte sicher einige gravierende Änderungen für meinen Alltag zur Folge. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon eine Gänsehaut. Ach ja, so ein Leben in Miniatur ist einfach furchtbar spannend. Gut, er schenkt uns eine Pokepuppe. War doch immer damit passiert. Vielen Dank, dass du mir ein kleines Pokémon gezeigt hast. Wäre toll, wenn du mir morgen wieder ein Pokémon... Ja klar, wir totale Masse schleppen hier mit uns rum. Wird jetzt ist Lena in Romantia City, der ein großes Pokémon sehen will, aber irgendwie bin ich da ein bisschen überfragt. Ich versuche mal, dem hier mal sehen, was der zu sagen hat. Die Pokebälle aus der Pokeballfabrik werden an alle Pokémon-Supermärkte in Kanto ausgeliefert. Ja, das wird oder wichtig. Ach, guck mal, vielleicht kämpft er mit uns. Mein Pokémon macht große Fortschritte und wird immer stärker. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich jeden Tag mit ihm spiele? Ja, möglich. Was gibt's denn hier noch? Oh, guck mal, sie. Pass auf, ich verrate dir mal was. Große Dinge sind für mich einfach größt. Auch in Sachen Pokémon sind die etwas klobigen Exemplare meine Favoriten. Und nur, dass wir uns verstehen. Mit groß meine ich Pokémon, die größer als 3 Meter sind. Sag mal, hättest du nicht zufällig irgendwelche großen Pokémon dabei, die mir zeigen könntest? Wow, da bleibt einem ja echt die Spucke weg. Stalus ist wirklich, ja, unser Stadida ist ein Riesen-Pokémon. Wenn man auf dieses Stalus klettert, von höher gelegenen Orten aus kann man Dächer weit entfernte Berge oder andere Dinge sehen, die sonst verborgen bleiben. Deshalb mag ich auch alles, was groß ist. Noch eine Bokopo. Okay, das heißt, das war jetzt ganz hübsch nochmal. Dabei würde ich es aber belassen. Obwohl, los, ihr Quatsch, Jona. Verstehe, jemand wie du kann sein Potenzial vielleicht voll ausnutzen. Gengar Need. Ein Gengar haben wir auch. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie getauscht werden. Alpollo ist eines dieser Pokémon. Aha, ich bin allein und habe niemanden zum Tauschen, daher nutze ich die GTS oder den Wundertausch. Nö, habt ihr ja nicht. Und jetzt heutzutage muss ich mal sagen, ist doch kein Mensch mit dem Wunder,
tausche irgendwie. Also du findest keinen, der mit dir tauscht. Da ist keiner. Romantia Arena. Oh, schön ist sie. Ach so, ist eine Fee-Arena und, mal sehen, was wird da so gegen ankommen, ne? Vielleicht sollten wir noch mal tauschen. Irgendwie die Pokémon da vorne. Aber so recht weiß ich gar nicht. Mach mal das. Okay. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Gegen Fee-Pokémon habe ich aber gar nicht so viel. Es spricht hier mal ein sehr grüß, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Arena hier in Romantia City wartet mit ein paar Überraschungen. Erstens, hier gibt es nur Trainer, die Fee-Pokémon einsetzen. Die zahlreichen Warpfelder hier schicken dich immer wieder an den Ort. Man weiß also nie, wo man landet. Ich hab dir bloß ein Tidiosa aufgebunden. Es ist natürlich genau festgelegt, wo man landet, wenn man auf die Felder tritt. Also dann stell dich doch gleich mal auf eines der gelb leuchtenden Felder hier. Jod, schwierig. Also okay, dann fangen wir erstmal an und kicken mal, wo wir da landen. Und ab. So, da ist es mir ja keiner. So, da geht man da rüber. Da ist auch keiner, da können wir baden. Das ist ja doof. So, und weiter geht's. Sehr lustig. Sehr amüsant. Und? Ach, guck mal, da ist jemand. Und? Wir sehen so aus wie Puppen in einem Puppenhaus, findest du nicht auch? Na, irgendwie schon, aber es ist auch sehr amüsant mit den Warpfeldern. Drei Pokémon hat sie und Klavion. Ich glaube, das ist auch Stahlfee und haben wir Phanexus mit Feuer schon mal ganz richtig vorne. Das dürfte also überhaupt kein Problem sein. Er kriegt nämlich Magieflamme ab. Und? Wow. Naja, wir sind so ziemlich hoch gelevelt, ne? Für nächstes hat auch Level 42 und Flammenwurf. Wir gucken uns Flammenwurf mal an. Vielleicht ist es besser wie die andere. Machen wir das. Nee, Flammenwurf. Stärke 90. Starke Feuerattacke und so weiter. Abbrechen. Na, ich wollte mal sehen, ob Glut so gut ist. Oder ist sie dann weg jetzt? Okay, vergessen. Dann haben wir das ja richtig gemacht. So, schwupp und Glut vergessen.
Hier muss ein Jenny drücken, ne? So, Flammenwurf. Und der nächste, bitte. Zwei Pokémon hat sie noch. Ein Krangbull. Warte mal, ich glaube, das ist irgendwie... Wir wechseln mal. Aber ich, ach nee, wir wechseln gar nicht. Phoenix hat Unlicht. Ich würde es mal probieren. Ist das auch ein Fee-Pokémon? Ich probiere mal Raub. Nee, das war nicht. Er macht Geist. Das war aber auch nicht. Dann kriegt er Magieflamme doch. Mit dem blöden Krankbrüll fühlt sich gar nicht, brüllt uns weg. Na toll. Ich wollte gerade den Psycho noch ausprobieren. Das ist ja doof. Mach mal Elektroball. So viel ist er nicht mehr. Okay, reicht. Der war schon schwierig. Kirlia. Klar, wollen wir wechseln. Kirlia ist, glaube ich, so ähnlich wie Pflanze oder so. Kicken. Ganoe heißt sie. Oh, guck mal, das ist so ein hübsches Pokémon. Hier los, wir versuchen mal die neue Attacke. Dazu haben wir sie ja. Okay. Das warten. So, sie ist besiegt. Du bist eben doch keine Puppe, sondern ein Pokémon-Trainer. 2664. Okay. Tschuck und E. Guck mal, hier oben steht auch jemand. Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen beliebte Feen-Pokémon. Was meint ihr es? Eine Herausforderung von Kimono-Trägerin Karina. Okay, Karina hat aber nur eins. Ein Sabayone. Ach du lieber Himmel. Was ist denn das nur wieder? Los, probieren wir das hier. Das Schlimme ist, wir haben wirklich nichts gegen Fee-Pokémon aufzubieten. Obwohl, das ist doch gar nicht schlecht. Also muss ich improvisieren. So, damit haben wir sie schon erledigt. Es gibt aber auch Typen, gegenüber denen vielen Pokémon im Nachteil sind. Ja, das habe ich auch gemerkt. So, also viel Auswahl gibt es hier nicht. Mal kicken, wo Tieren geht. Wow. Haben wir das schon alle durch, oder was? Na denn. Tagchen, Trainer. Tagchen. Na, haben die Warpfelder gehörig den Kopf verdreht? Wie auch immer. Auf in den Kampf. Ich, Valerie, kämpfe mit Pokémon vom Typ Fee.
Ja, nicht nur du, da haben wir es schon gemerkt. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, haben aber ganz schön was drauf. Na, zeig mal. Gut, und wie die Valerie-Verkleidung ist auch ganz hübsch, ne? Eine Herausforderung von Arenaleiterin Valerie. Flunkiefer hat sie. So, ich glaube, da haben wir mit unserem Feuer-Pokémon erstmal Glück. Und da gibt es immer eine Magieflamme. Okay. So, als nächstes haben wir Felinara. Ich weiß ja nicht, was ich da nehmen soll. Jetzt steht ein bisschen blöd da. Weil da haben wir nämlich nichts. Ich mach mal das. Vielleicht können wir da irgendwie platt drücken oder so. Ach du, das Felinara. Und ich glaube, das ist ganz schön stark. Nimm mal die da bald so. Wieso Scham? Der Angriff sinkt. Jetzt können wir bloß probieren. Ach, ich hätte noch eine Idee. Wechseln wir nochmal zu Raichu. Und hier musste doch möglich sein. Kick mal hier. Ach Gott, der hat ja gar nichts. Ich würde sagen, unser Raichu ist breit. So, dann machen wir nochmal Fein Nexus. Der hat ja, glaube ich, die ganze Arena schon gerockt. Also, gar nicht lange drumherum, probier mal. Spezialangriff und so weiter. Ja, Felinara macht ganz schön was her. Probieren wir den Raub. Ne, das war gar nichts. Und das? Okay. Aber ihr könnt uns nichts anhaben, das ist ja auch schon mal was wert. Gut, natürlich bleibt ihr voll spannend. Hey, das war klar. Oh Gott, jetzt muss ich ja den ganzen Quatsch nochmal von vorne machen. Ich habe aber auch schon überlegt, ob wir das... Ja, ein bisschen Sprudel... Kann dir nicht schaden. Ja, das war mir schon klar, dass der Kampf richtig lang wird. Aber zum Glück ist Phoenixus nicht besonders gefährdet. Gut, das war hier unten nicht schlecht. So, und das noch einmal und das Felinara ist breit, wenn die sich nicht schon wieder heilt oder so. Probier mal.
Okay. Das ist schon mal erledigt. Nächstes Level. Ich glaube, unser Level hat auch uns Glück bereitet irgendwie. So, Verteidigung haben wir allerdings nicht sehr gut, ne? Stadida hat Level 48 und Labrassa 36. Auch nicht schlecht. Fluet 38. Aromakur. Mal lesen. Ja, klar. Nee, ich will nur eine Feenattacke. Ja, und oh Gott, jetzt habe ich das wieder falsch gedrückt. Jetzt werden wir das noch ein paar Mal lesen müssen. Okay, jetzt darfst du die behalten und aufgeben. Ja. Aromakur nicht erlernt. Puenta soll es lernen, Luftschnitt. Zeig mal hier. Stärke 75. Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel erschreckt eventuell. Also schreckt eventuell zurück. Naja. Ich fand die anderen Attacken eigentlich gut. Fliegen brauchen wir. Die Rohrs brauchen wir auch. Tuchschlag brauchen wir und Zersteller. Stärke 60. Okay, weg. Extrem schnell Attacke wäre das gewesen. Eroas vergessen und Luftschnitt gelernt. Na, ist doch was. Ein Pantimos. Ne, wir möchten mal weiter kämpfen und wie gesagt, ich habe hier nichts gegenzusetzen. Das finde ich so gemein, dieses Pokémon. Bäh. Los, Phoenix, mach mal nicht so lange. Jo, toll, muss so ein Doppeltyp sein. Ach, das kannst du ruhig machen hier. Ich glaube, bloß immer Flammenwurf noch und dann ist es schon erledigt. Na toll, also zweimal Flammenwurf. Aha, das war also dieses komische Fenster oder der Schutz. Hm, okay, also auch dagegen ist Vernextes irgendwie. Los, machen wir 7 Attacken haben wir noch. Können also noch ein bisschen machen. Verbrennung leidet er und wird ja hoffentlich daran zugrunde gehen, oder? Nö, reicht nicht. Doch, schwupp, weg ist er. Cool, bravo für nächstes, sehr gut. So, Valerie ist besiegt, Schwamm drüber, morgen legten sich die Wölkchen wieder und als ist beim Alten. Oh, 13.440 Pokédollar gewonnen. Verrückt. Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Ja, sag mir auch, vor allem, weil ich nichts habe, nichts. Schau mal, das ist ja für vielen Orden. Ist der nicht einfach entzückend? Hoppla, ich Dummerchen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Also Händchen auf. Ja, der ist wirklich schön, ne?
Okay. Jetzt, wo du den Phenol besitzt, kommst du super mit Pokémon bis Level 80 aus. Selbst wenn du sie mit deinen Freunden getauscht hast. Ach, und hier habe ich noch etwas für dich, diese TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir und halte sie in Ehren. Abgemacht? Also Beutelchen auf. Oh, TM Zauberschein. Ich glaube, da haben wir was für Floette gekriegt. Ach du liebes Lieschen, da habe ich Dummerchen doch glatt vergessen, welche Attacke in dieser TM steckt. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Also Valerie ist mich durch den Wind, ne? Mein Modegeschmack ist auch schon etwas ausgeflippt. Findest du nicht auch? Ja, ich finde den cool. Nun, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, und genau daraus schöpfe ich die Ideen für meine pfiffigen Entwürfe. Weißt du was, Tränchen? So richtig eins mit neuen Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir in einem Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Vielleicht. Ach, ist auch egal. Ich will mir darüber jetzt nicht mein Köpfchen zerbrechen. Okay. Tschüss. Und? Dein Sieg über die Arena, der muss Anerkennung gezollt werden. Daher habe ich deinen Namen in die Tafeln dieser Arena-Statuen eingraviert. Ging leichter als gedacht. Okay, also die Arena von Roman der City haben wir geschafft und schon wieder jemand. Oh, der Feenorden. Wie schön er glitzert und funkelt. Ich habe vor, mir die Pokéball-Fabrik anzusehen. Kommst du nicht mit? Pokébälle sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi pokétastisch. Okay. Also die Arena war geschafft und wir werden natürlich an die TM denken für Floette und uns das nächste Mal die Pokéball-Fabrik angucken. Also, bis dann. Tschüss.